und herzlich willkommen in meinem weihnachtlichen Deko-Ideenreich. Nicht jedes Jahr schaffe ich es, einen Adventskalender selber zu machen, doch dieses Jahr hatte ich die Zeit, die Lust und auch die passende Idee dazu. Und wie ich meinen Adventskalender gemacht habe, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für die einzelnen Päckchen in Stiefel- oder Sternform braucht ihr natürlich Vorlagen. Diese Vorlagen könnt ihr euch ganz einfach auf meiner Homepage herunterladen und ausdrucken lassen. Am besten gleich auf festeres Papier. Diese Stiefel findet ihr dort in drei verschiedenen Größen. So könnt ihr selber entscheiden, wie groß euer Adventskalender oder diese einzelnen Päckchen werden sollen. Und als kleine Auflockerung zwischendurch hänge ich immer mal wieder so ein Sternpäckchen auf. Dann braucht ihr Papier. Hier habe ich Packpapier. Geschenkpapier geht auch oder was auch sehr gut funktioniert, sind Tapetenreste. Diese Seiten hier sind sogar aus Tapetenmusterbüchern. Dann braucht ihr eine Nähmaschine. Wer das nicht hat, kann auch mit einem Klebstoff arbeiten. Schere und einen Bleistift. Und um die Päckchen zu verzieren, eignet sich Spitzenstoff, dann so Tortenspitze, verschiedene Bänder oder Borden, Stoffreste. Dann braucht ihr natürlich Adventskalenderzahlen. Da könnt ihr im Internet einfach mal eingeben, Adventskalenderzahlen kostenlos ausdrucken. Ihr könnt die natürlich auch handschriftlich aufbringen oder mit einem Stempel. Und um eure Päckchen aufhängen zu können, braucht ihr einen Ast, der hier so richtig schön krumm und hat keine Rinde mehr. Wer jetzt keine Möglichkeit hat, an so einen Ast zu kommen, der kann auch einen Besenstiel verwenden oder eine alte Vorhangstange. Dann ein Rest weißer Farbe. Hier habe ich ganz einfache Acrylbastelfarbe. Ihr könnt auch einen Rest Wandfarbe oder Kreidefarbe oder Acryllack verwenden. Dann einen Pinsel und Schnur zum Aufhängen. Zuerst lege ich mir mein Packpapier jetzt doppelt. Dann lege ich die Schablone auf, einmal den Stiefel und dann auch gleich schon mal den Stern. Und dann umrande ich meine Schablone am besten mit so einem weißen Buntstift, denn diesen Strich werdet ihr nachher noch sehen oder der bleibt sichtbar. Und da fällt Weiß einfach am wenigsten auf. Und jetzt schneide ich wirklich nur ganz grob diese Form aus. Jetzt nähe ich mit einem Zickzackstich exakt auf dieser weißen Linie hier einmal um diesen Stiefel herum. Dadurch verbinde ich diese zwei Lagen Papier. Wichtig ist, dass ihr hier oben offen lasst, denn ihr braucht ja noch eine Füllöffnung für euer Päckchen. Und meine Maschine habe ich eingestellt, die Stichbreite auf 3,5 und die Stichlänge auf 1,5. Und damit die Naht hier oben nicht wieder aufgeht, verriegle ich kurz. Das heißt, ich nähe jetzt nochmal kurz zurück und dann wieder vor. Bei diesem Stern mache ich das jetzt genauso, da werde ich einmal außen herum nähen und für die Füllöffnung lasse ich hier jetzt an diesem Knick, der nach innen geht, ein Stück offen, nicht an der Spitze. Die Spitze bekommt man nachher nur ganz schlecht wieder geschlossen und ihr könnt euch jetzt schon überlegen, was ihr einfüllen wollt und danach richtet sich eben dann auch die Größe eurer Füllöffnung. Bei diesem Stern starte ich jetzt also mit meiner Naht hier in der Mitte. Ich nähe auch ein Stück vor und wieder zurück. Nähe dann etwas über diese Spitze hinaus, heb den Steppfuß, drehe das Papier darunter um und nähe dann exakt auf der Linie weiter. Innen mache ich das genauso, ich lasse die Nadel stecken, heb den Steppfuß und drehe das Papier um. Und hier am Ende der Naht müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr nicht zu weit nach unten näht, dass ihr genügend Platz habt, um euren Stern zu befüllen. Und da verriegle ich die Naht auch wieder, nähe einmal kurz zurück und nochmal vor. Eine Alternative zum Zusammennähen wäre das Zusammenkleben mit ganz einfachem Klebstoff. Dafür müsst ihr die Form zuerst ausschneiden, also ihr legt auch beide Lagen Papier aufeinander und schneidet diese dann aus. Dann nehme ich die zwei Lagen Papier auseinander und gebe auf einen Stiefel ganz nah am Rand entlang einen dünnen Streifen Klebstoff. Dann legt ihr die zwei Teile exakt aufeinander, drückt das Ganze gut fest und lasst es trocknen. Beim Ausschneiden gehe ich jetzt ganz knapp hier außen an der Naht entlang. Da muss ich jetzt einfach nur darauf achten, dass ich diese Naht nicht verletze.
Bevor ich jetzt mit dem Verzieren des Stiefels beginne, messe ich mir von oben 4,5 cm ab. Denn dieses Stück Papier bleibt frei, das wird nach hinten geknickt und dient als Verschluss für meine Füllöffnung. Diesen Stiefel möchte ich jetzt gerne mit diesem spitzen Stoff und mit dieser Fellborde verzieren. Bei eurer Vorlage habt ihr auch so ein Muster für diese Spitzenkappe dabei und für die Ferse. Und anhand von diesen zwei Mustern werde ich mir jetzt zwei Stücke Stoff aus der Spitze herausschneiden. Um die Vorlage jetzt auf den Stoff zu übertragen, könnt ihr natürlich einen Stift benutzen. Da müsst ihr nur aufpassen, dass der Stift sehr dezent ist oder dass ihr so einen Trickmarker benutzt. Diese Farbe verblasst mit der Zeit. Ich werde das jetzt einfach so machen. Da die Schablone nicht sehr groß ist, lege ich mir die auf, halte die gut fest und schneide dann einfach außen herum. Und dasselbe mache ich jetzt auch noch mit der Ferse. Und zum Aufkleben des Stoffes benutze ich ganz einfach einen Klebstoff. Den gebe ich jetzt vor allem am Rand entlang auf und dann auch punktförmig hier in der Mitte des Stoffes. Und die Fellborde messe ich mir ganz einfach ab, indem ich sie an den Stiefel hinhalte. Und dann hier unten mit der Schere einen kleinen Schnitt setze. Dann schneide ich sie mir ab, bestreiche die Rückseite mit Klebstoff. Achte darauf, dass ich diesen Knick hier oben freilasse und dann klebe ich sie auf. Und ich werde jetzt hier unten an der Fellborde entlang noch diese Zackerlitze aufkleben. Und für die Aufhängung bringe ich hier oben in der Ecke jetzt noch mit meiner Lochzange ein Loch an. Dort stecke ich die Schnur durch und schneide sie ab. So, mein erster Stiefel ist fertig und es hat richtig viel Spaß gemacht, den zu verzieren. Ich werde jetzt noch meine restlichen Stiefel verzieren und dann sehen wir uns wieder. Diesen Stern hier möchte ich jetzt gern komplett mit diesem Spitzenstoff beziehen und dafür schneide ich mir jetzt ganz grob ein Rechteck aus diesem Stoff aus, ein bisschen größer als der Stern. Dann streiche ich den ganzen Stern mit diesem Klebstoff ein, dann lege ich diesen Stoff auf und erst wenn der Klebstoff komplett getrocknet ist, schneide ich den Stern aus. Und für die Aufhängung stanze ich jetzt in eine der Zacken noch ein Loch und fädel meine Schnur ein. So sehen meine fertigen Stiefel und Sterne jetzt aus. Und ihr seht, ich habe ganz unterschiedliche Materialien auch miteinander kombiniert. Und jetzt geht es auch schon ans Befüllen. Bei den Stiefeln ist es ganz einfach. Ihr öffnet diese oben, schiebt euer Geschenk hinein, lasst es ganz nach unten rutschen und klappt diese obere Kante um und schon ist alles blickdicht verschlossen. Die Sterne werden nach dem Befüllen verschlossen, indem man hier diese Füllöffnung mit der Nähmaschine zunäht. Dafür steckt ihr euer Geschenk hinein und schiebt es so weit wie es geht auf die andere Seite des Sternes. Dann wird die Füllöffnung exakt aufeinander gelegt und mit einem Zickzackstich verschlossen. Jetzt fehlen natürlich noch die Adventskalenderzahlen und da könnte ich mir jetzt beide dieser Varianten sehr gut vorstellen. Einmal diese hier in diesem Tafelkreide-Look oder mit diesem feinen roten Rand. Ich werde diese hier in Rot verwenden. Ich werde euch aber beide Varianten nochmal in der Infobox verlinken, wo ihr die kostenlos ausdrucken lassen könnt. Und den Ast, an dem ich die Päckchen aufhängen werde, streiche ich mir jetzt noch weiß an. Und zur Aufhängung habe ich einfach zwei wiederablösbare Klebehaken an der Decke befestigt
und mit einem starken Bindfaden den Ast darin aufgehängt. Dieses Jahr bin ich ein absoluter Fan von diesen LED-Tropfenlichterketten und deshalb habe ich da auch noch eine drum gewickelt und das Batteriefach von dieser Lichterkette habe ich ganz einfach in einem zusätzlichen Stiefel versteckt. Ich werde jetzt meine restlichen Päckchen füllen und dann am Ast befestigen. Ich finde, der Kalender ist richtig klasse geworden und es hat so viel Spaß gemacht, diese Stiefelchen und Sterne zu verzieren. Ich hätte stundenlang weiter basteln können. Ich würde mich natürlich jetzt riesig freuen, wenn ihr Lust bekommen habt, diesen Kalender nachzumachen. Schickt mir doch davon mal ein Foto zu über Facebook. Das ist immer richtig spannend, was da so für Kreationen dabei rauskommen. Oder schaut mal auf eine meiner anderen Videos vorbei. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und sage für heute Ciao!